So, und weil wir vorhin ein Thema hatten, wir haben jetzt die Anmod sinken machen. Wir beide, Benny. Wir beide. Ich muss mal kurz, ich bin weg. Willkommen bei Dead Faces, dem Prolog. Ich bin Steve, dort ist Benny. Wir spielen's heut für euch. Und wir fangen an. Scheiß. So, it's been 2 years since you lost everything. Was haben wir denn verloren? Also alles, aber was denn? Isolated for years in your apartment. Remember their faces. Okay. Sind alleine in unserem Apartment und können uns nicht mehr an ihre Gesichter erinnern. Wir haben unsere Familie wahrscheinlich verloren. Oder unsere Mitbewohner, je nachdem. The faces portray a loss buried underneath the stars. Ah, sie sind tief unter den Sternen. Okay, the line between reality draws ever thin. Trust not in the mind, but trust in the visions. Okay. You must remember their faces, Jack, or the nightmare will never end. Okay. Kein Druck. Kein Druck. Hey, hey, hey. Loading. Please wait. Dead Faces. Kennst du es, Benny? Nee. Ich auch nicht. Prolog. The Unknown Visitor. Ah, so, warte mal, lass mich raten. Wir müssen schnell zum Kühlschrank runter und eine Schokolade holen. So, I can't remember who this is. Wer denn? Ach so. Oh, ach so, hier ist noch ein Bild. Das ist dein Vorhang, ist das, Mann. Ja, okay, wer ist sie? Ist aber auch... Ist nicht so ein Bild? Denn so... Ich weiß nicht, ob ich davon ein Bild haben möchte. Ja, das ist, wir haben es übrigens 3:01 Uhr, es ist mitten in der Nacht. Ihr wisst, da löst man ganz besonders gut Probleme. Warte mal, wo kann ich denn hier was usen? Kommt doch hier. Irgendwo. Ach, hier ist eine Lampe. Okay, die war gerade überhaupt ja nicht zu sehen. Schön, hier haben wir noch ein paar Beduinen auf Pferden mit Gewehren. Ganz toll, wunderbar. So, wir gehen mal kurz an den Rechner. Hier ist auch gerade schon Benny und Steve die Seite online. Wir gucken mal gerade. Once I run out of the money, I won. It's over for me. Okay, wir haben uns drastisch verzockt. Das ist ja toll. Das passiert leider sehr, sehr schnell. Examine. Ich würde es gerne examinen, aber ich kann es nicht examinen. Das ist rot. Und das ist auch rot. Warum kann ich das? Wieso sagt er hier nichts? Egal. Oh. Ach so, mit Q können wir examinen. Okay. Ach, unser schönes Atari. Wie geil. Alter, ich habe gerade mein Atari angefasst. Ich wollte hier gerade Pongen spielen, du Penner, Alter. My old game console haven't used in an age, but I love all the retro stuff. Ja, wer denn nicht, Alter? So, warte mal, wir rotaten mal kurz. Ja, sieht gut aus. Noch alles wunderbar, schön. Ja, wo sind meine Controller? Wo sind meine Controller? Okay, ich fühle natürlich nach da auf. Mann, wie sieht denn das hier schon wieder aus, Alter? Okay, wir gucken mal. Oh, okay, alles klar. Der Router direkt hier neben. Auch so ein Retro-Anrufbeantworter. Wie krass. Lauter Bilder. Ich würde mal kurz zur Tür hin, Benni. Irgendwie, was hat ja geläutet? Ja, Lieferando. Ah, ja, okay. Gibt es hier eine Taschenlampe? Nee, hier gibt es natürlich keine Taschenlampe. Ist das hier die Eingangstür? Nein, ist das nicht. Es ist so scheiß duster hier, Alter. Require Key. Ich hätte ja. Lag da eine Taschenlampe? Oh Gott, Alter. Ich habe keine gesehen bis jetzt, aber gut. Mal ganz kurz. Vielleicht nicht, das war hier. Oh, guck mal, hier haben wir noch eine Sony Alpha. Wunderbar. Hier drin lag auch keine, wa? Nee. Ah, was ist das hier? Ah, Psycho, Bloodscream. Wunderbar, das kenne ich schon, das Buch. Das ist echt gut. Die Lampe, die Kerze kann ich nicht mitnehmen, wa? Nein. Okay. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie uns durch die Dunkelheit tastend zur Tür bewegen. Oh, natürlich geht doch alles in meine Richtung auf. Ist ja auch... Oh, Badezimmer. Oh, krass. Gut, jetzt schauen wir uns alle gleich mal in Ruhe an. Warum ist denn das alles so dunkel? Wenn ich sehe hier gar nichts. Gar nichts. Wo ist denn jetzt unsere Haustür? Na, ich tippe mal auf das hier. Ach so. Wofür wir vielleicht einen Schlüssel brauchen. Ist das ein Schallplattenspieler? Es ist so dunkel hier. Es ist einfach so scheiß dunkel. Nimm mal die Wörter. Hey. Oh, you're losing your voice again, Jack. Ah. Cool, 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 cool. Geht's da hinten noch lang? Nee.
Benni, ich muss mich hier mit Schallortung vorwärts bewegen. Ich sehe hier nichts. Ja, ich sehe genauso viel wie du. Nichts. Wir brauchen einen Schlüssel. Vielleicht so, müssen wir doch nochmal ins Badezimmer erstmal. Hallöchen. Ins Badezimmer? Ja, vielleicht ist ja, da der Schlüssel versteckt. Was ist nur los? Okay, wir haben LSD-Optik. Hier ist unser Handy. Warte mal, nimm dort Handy. Da ist da eine Taschenlampe. Keiner braucht doch mehr eine Taschenlampe. Wir haben da jetzt ein Handy. Aber kannst auch nur away putten. Kannst nur away putten. Ich kann es nicht nehmen, Benni. Ja, das ist traurig. Aha. Grün. Einfach so ein Lichtschalter, wo gar nichts passiert. Also wahrscheinlich draußen geht bei der Hundehütte das Licht an und aus. Wie bei Bandis, wisst ihr? So, okay, was haben wir jetzt? Ein paar Stellen haben wir hier. Die tut's. Das Radio spinnt doch so ein bisschen rum. Aber das kann jetzt hier nicht sein. Wir brauchen erstmal eine Lichtquelle. So, okay, das statische Rauschen kommt von hier. Ja, weil wir wollen es ja auch aufmachen. Wird ja auch geklingelt. So, die Fernseher kann ich auch nicht als Lichtquelle anmachen. Ich kann auch keine Kerze mitnehmen. Das wäre auch zu schön. Da haben wir dann wie so eine Art Schlüsselbrett oder so. Also normalerweise hat man ja die Schlüsselbretter, wenn denn vorne bei der Hauseingangstür. Ja, wenn es denn die Eingangstür ist. Genau. Aber also, du siehst ja, hier ist. Wahrscheinlich hängt ja alles voll mit wichtigen Sachen. Use. Beginnt Mother Linda's Chapter, only available in Full Game. Alles klar. Wahrscheinlich hängt hier ein Bild. Ich kann es nur nicht sehen. Okay. Examen. So, hier haben wir den Schallplattenspieler. Hier ist aber auch kein Schlüssel drin. Haben wir noch irgendwo anders an der. Obwohl, macht keinen Sinn, dass der Schlüsselanbringer irgendwo an der Wand woanders noch ist. Weil da hinten haben wir ja Haken, aber das sind nur Kleiderhaken, ne? Ja, richtig. Rust and Blood. Ach, das großartige Buch, Alter. Chapter 1 und 2. Wunderbar. Wach mal. Okay. The only hammer guard in my apartment. Ja, viel mehr brauchst du auch nicht in deinem Apartment. Tatsächlich. Ist ja keine Werkstatt. So, warte mal. Guck mal hier vorne. Vielleicht finden wir hier eine Schublade. Hey, da war jemand. Oh. They must remember their faces. Okay, wir müssen uns an ihre Gesichter. Wo war denn jemand? Vorne beim Eingang stand jemand. Was? Da ist er immer noch. Hello. Oh. He thinks up. Willst du da mal hingehen? Ich glaube jetzt. Ja. Du, lass uns doch mal. Hallo, großer Slendermann. Wer sind Sie? Von Vorwerk? Hallo, komm mal kurz. Ja. Hallo. Natürlich ist auch schnell wie der Blitz, Alter. Der alte Geölte. So, warte mal, kann ich hier den Staubsauger nehmen? He thinks it's broken, alles klar. Natürlich ist das wieder kaputt, ist ja klar. Ich soll mich noch nicht stören, wenn ich in meinem Zimmer tauge. So, vielleicht müssen wir hier einfach bloß sinnlos hin und her laufen, bis wieder irgendwas passiert. Okay, gut, Fernseher ist anjagen und wir schauen Galileo wahrscheinlich. So, was wird Ayman Abdallah heute aufdecken? Die Illuminatis. Ja. Wir schauen mit ihnen hinter die Ereignisse, die wirklich geschehen sind. Und decken auf. Also wenigstens hat man jetzt ein bisschen Licht dadurch, das ist ja auch nicht verkehrt. Nutze ich das doch gleich mal und guck mal. So, ein bisschen Milch. Ist die noch gut? Da schauen wir mal. Aha. Aha. Ja, die ist gut, die trinken wir. Okay. Ah, okay, ist schon ein bisschen unheimlich. Ja, aber was soll uns das sagen? Oh Gott, und was macht er denn für... Okay, er macht ein bisschen Yoga. Ist aber eine komische Position. Ja, das ist der herabkotzende Hund oder was, ich weiß nicht. Der schnarchende Kranich. So, okay, hat er jetzt hier etwas für uns hinterlegt, irgendwie? Vielleicht auch im Badezimmer, vielleicht hat er ja da jetzt was für uns da gelassen. In the bathroom, okay. Schauen wir mal. Oh Gott! Ach ey, was ist passiert? Komischer Trip. It's the sound of the police.
Okay, wir kommen auch nicht mehr raus. Wir fangen im Bad. Wir müssen erst unser Schiff verrichten. Ah, Schnaki ist überall Schnaki. Oh, warte mal, das können wir benutzen? Achso. Ah, ja, okay. Das können wir auch erst im Fullgame spielen. Es hat aber sehr viele Ähnlichkeiten zu Visage. Ja. Definitiv. Soll ich hier die. Ich würde die Käfer fangen. Wenn ihr wollt, aber können wir nicht. Vielleicht müssen wir nochmal den Schwamm uns angucken oder die Seife oder. Das ist ein schöner Bimsstein. Packen wir wieder zurück. Soap. What kind of name is Soap? Kannst du die Zahnbürsten auch nehmen? Remember what you did, Jack. They did. They deserve this. Oh. Ach, du glaubst es ja nicht. Was hier? Schlüssel, den nehmen wir mit. Den hier rum, Alter. Also man sieht, dass eine Leiche drin liegt, aber sie ist ahnbar. Was ist? Soll das sein? Weiß ich nicht. Ist das eine Fruchtblase oder irgendwas? Da ist doch irgendwas drin. Ja, willst du ja, auch? Also, egal. So, wir haben Schlüssel, bitte. Jawohl. Ach du, hi, ja. Nope. Nope. So, das ist aber, da wollte ich mich auf jeden Fall dran erinnern, an dieses schöne Bild. Okay. Oh, Alter, ist das das Painting? Did I create this? Alter, was stimmt denn nicht mit dir, Junge? Oh, am Leben nicht hinhängen. So, jetzt das Gemälde, die geknechteten. Alter, schön große Bude hat er. Over for you, Jack. Hat das der Moderator im Radio gerade gesagt? Ja. Dann nehme ich doch mein Fahrrad und verpiss mich. So, hier, Silent Hill lässt grüßen. Use. Nichts mit Use. Nothing. Da brauchen wir wahrscheinlich halt. Was? Oh Gott, okay. Ich hab gerade ja nie gesehen, was gerade kam, aber irgendwas kam. Irgendwie. Oh Gott. So, schön. Okay. Also von wo wirft man denn hier auf diese Dartscheibe? Hier von 30 Zentimeter Entfernung oder was? Schön. Kann man machen. Ja, triffst auf jeden Fall. Genau. So, kann ich hier noch irgendwas? Es ist so dunkel. Ist da nicht noch eine Tür gewesen? Hier? Ja. Ja, aber wir haben nichts zum Interagieren. Oh, doch. Ah, guck mal. Oh was? Gott! Mann! Ja, nee, du bist heute mit Essen dran. Alles klar, zieh durch. Ich nehm Bratkartoffeln. Warum ist denn jetzt schon wieder so? Ja, weil es unsere Schuld ist, Benni. Da steht's. Okay. Unsere Schuld. Wir haben gar nichts gemacht. Gar nicht gemacht. Gar nicht. So, okay. Oh, nochmal einen schönen. Oh, nochmal. Kleiner Zimttoast. Ist lecker. Würde ich nehmen. Mit Brot. Schön. So ein schönes Onkel Tom Brot. Mmm. Ah, Zitrönchen. Zitrönchen. So, okay. What should we do? Wollen wir uns Frühstück machen? Oh, die Schnaken sind hier unterwegs. Können aber hier noch nirgendwo ran. Oh, warte mal, hier glitscht das irgendwie so ein bisschen rum. Oh je. Dann guck mal kurz. Ach, je. Ich dachte, du guckst jetzt in den Pott. Ja, dachte ich auch, tatsächlich. Ja, aber es geht nicht. War vielleicht auch ganz gut so. Ja, ich bin auch nicht böse drüber. So. Hier haben wir nochmal eine Weinflasche, Weinglas. Ich finde es tatsächlich unverhältnismäßig dunkel, dieses Spiel irgendwie. Es ist auch wirklich sehr Orange Soda. Mm. Ah, okay. Eine Limo. So, der nächste, der soll doch mit Spaß haben. So, falls meine Frau mal irgendwie Durst hat. So, warum können wir hier nicht vorbei? Kann ich hier reinschauen? Ist hier irgendwie der Tod oder irgendetwas drin? Eine Hand, die mich greift? Nein. Cease operations and leave the building utilizing the nearest exit or fire exit stairway. Do not use elevators. Repeat, do
Okay, so gut. Bitte raus. Alter, oh Gott, was ist jetzt los? Alter, Angel. Angel. An angel statue. There appears to be something hidden. Okay. Na denn. Oh, da. There is a key. Ah, wir haben einen Flügelschlüssel. Den nehmen wir. Denke ich. So, kann ich jetzt bitte raus? Scheinbar brauchen wir noch einen Schlüssel. Meinst du? Naja, das war, sah so aus wie nur die Hälfte von einem Schlüssel. Naja, wohl, nee, irgendwie haben wir einen Schlüssel, aber wir kommen nicht mehr raus. Großer Mann, wie sieht's aus? Dürfen wir raus? Ich würde raus wollen. Wird okay für dich? Ja, wir dürfen wieder raus. Ach, er hängt, Alter. Von wegen, großer Mann. Oh Gott, er ist. Hilf ihm doch. Warte, ich helf dir! Oh, er wollte sich nicht helfen lassen, Benny. Okay. Also, so. Ich geh mal kurz hier vorne an der Tür. Ja, das war nicht der richtige Schlüssel. Haben wir da noch irgendwo eine verschlossene Tür? Hier vorne ist noch eine, wa? Unlock. Alter, oh, Klo. Oh, Father. You left me to rot. Wen habe ich denn zum Verrotten zurückgelassen? Was? Ich sehe nichts. Was passiert denn hier für eine Scheiße, Mann? Was passiert denn hier? Benny? Es ist einfach dunkel. Man sieht nichts. Wo bist du denn? Kann ich hier raus? Nee, kann nicht raus. Also, ich kann jetzt hier nur zu der Einzel- Was oh ist denn wie? Was? Oh, wieso denn, Alter? Your own father, Jack, and you let him to rot in death blood. Wer bist du? Bist du mein Vater? Ich bin dein Vater. Okay. Ich möchte gehen. Ich kann nicht gehen. Darf nicht gehen. Muss sie. Warte mal. Oh Gott. Okay. Das ist irgendwas. Kann ich irgendwas extra meinen? Eine Handseife. Ja, klar. Okay. Das bringt mich jetzt weiter. Warte mal. Slice. Die Slice. Ach Gott, du musst das Bild. Oh Gott. Das sind wieder mehrere Ebenen. Und da haben das wir ist doch der Clown wieder. Das ist doch Clowny. So. Ich wollte noch mal eine Wäsche machen. Jo. Die Steuerung ist maximal ein bisschen hakelig. So etwas. Gibt es ja noch was in der Badewanne, was wir jetzt mitnehmen können? Ich möchte ja nicht in die Badewanne hingucken. Eine sehr schöne Badewanne, definitiv, aber. Ja. So, wir haben noch mal die Handseife. Was ist das? Ah, eine wunderbare Bambus-Natur-Zahnbürste. Die ist. Oh, wunderbar. Zahnpasta aus Kiefern und Kokos. Toll. Toll. Vielleicht haben wir doch noch was im Klo? Ja, mein Durchfall. Okay, schade. Nicht. Aber guck mal hier, Klopapier aus reiner Rohseide. Wunderbar, schön, kann man machen. Bade. So, warum sollte ich das jetzt hier zusammen puzzeln? Wir können jetzt auch wieder raus. Okay, wir können. Gott sei Dank. Ich möchte jetzt gehen. I don't wanna play ball. Steht jetzt da jemand in der Küche? Nee, sind es. Nee, top. Ist nur Licht an. Soll ich jetzt hier wirklich hin zu dem Ball? Yes. Wie willst du das, Alter? Hab ich jetzt hier vor Schreck? Ach nee, wir sind 0 Level. Okay. Was? Oh Gott, Alter. Die Jumpscares sind ja übel, ey. Wo sind. Nö. Hallo. Kommt ihr auf uns zu? Ah,
Don't trust your eyes. Things are okay, gut. Jetzt können wir tatsächlich. Was? The end. In the full game, each chapter will revolve around a character from your past. Ja, ihr Lieben, das war der Prolog, die Prolog-Demo von Dead Faces. Also mir hat es ganz schön erreicht irgendwie. Wenn ihr das Fullgame sehen wollt auf dem Kanal, lasst es unten uns bitte in den Kommentaren wissen. Und Benni, wie hat es dir denn gefallen? Super, also ich bin gespannt, was das Fullgame mit sich bringt. Und ich bin auch gespannt, wer von uns beiden das denn spielt. Aber es hat sehr viele Ähnlichkeiten zu Visage. Daher würde ich ja fast sagen, es ist so ein Playthrough von dem Steve. Aber ansonsten war es mega. Mega geil. Ja. Ja, also Benni fand super, er wird es also spielen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. So.